Wir nehmen jetzt auf jeden Fall einfach mal an, du bist Anfänger und du weißt nicht, wie du mit der Zauberei starten sollst. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit der Zauberei starten kannst, was du machen kannst, was du dir kaufen sollst, wie du erstmal kostenlos anfängst und so weiter. Los geht's! Und somit hallo liebe Zuschauer und hallo liebe Anfänger der Zauberkunst. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit der Zauberei starten könnt. Dabei empfehle ich euch heute viele YouTube-Kanäle, wo ihr erstmal kostenlos was lernen könnt. Für Anfänger, für Fortgeschrittene. Danach empfehle ich euch Bücher, Downloads und so weiter. Wir fangen jetzt an mit der ersten Sache. Und zwar, wenn ihr jetzt komplett Anfänger seid, ihr wollt noch nicht so richtig Geld ausgeben, weil so kann ich verstehen, ihr wollt noch nicht Geld ausgeben, weil ihr noch nicht wisst, ob Zauberei was für euch ist. Ich würde euch einfach komplett mal empfehlen, warte, wie kann ich das hier reinzoomen? So, ich würde euch empfehlen, diese Playlist anzuschauen. 28 Basics in 28 Tagen kurz erklärt. Und hier sind quasi 28 Basics in wirklich kurzer Zeit einfach erklärt. Effekte sind hier drinne, Techniken. Also ich würde euch erstmal, wenn ihr komplett Anfänger seid, euch diese Playlist empfehlen. Da wird komplett was gemacht. Dann als nächstes würde ich tatsächlich euch Matthias Berger empfehlen. Da würde ich euch auch einfach empfehlen, einfach ein bisschen rumzuschauen. Der hat nämlich Kartentechniken-Tutorials, er hat Münzentricks, Kartentricks für Fortgeschrittene 94 und Kartentricks für Anfänger 145. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall mal, also wenn ihr Anfänger seid, einfach da ein bisschen rumschauen. Das habe ich komplett bei mir auch vergessen. Herzlich Bei willkommen. mir haben wir hier auch, wartet, 159 Videos zu dem Thema Zaubertricks. Da könnt ihr euch wirklich, also ihr könnt euch wirklich da wirklich durchschauen. 159. Das ist erstmal so für Anfänger. Jetzt habe ich mich verklickt. Das ist auf jeden Fall mal was für Anfänger. Also bei den Kanälen Matthias Berger und Jamies Videowelt, also bei mir und bei Matthias Berger, erstmal rumschauen nach Effekten, Techniken, die ihr machen könnt. 28 Basics in 28 Tagen kurz erklärt. Sonst, genau. Das ist quasi jetzt für die kompletten Anfänger. Ich würde euch erstmal die Sachen empfehlen, weil es ist noch nicht so viel mit Theorie bei den Effekten. Und es ist noch nicht so, das sind noch keine Kanäle, wo komplett Theorie erklärt wird, wie zum Beispiel Semyon. Oder so, die erklären ja auch viel Theorie. Das sind auf jeden Fall erstmal zwei Kanäle für die Deutschen. Falls ihr auch Englisch, wenn ihr auch ein bisschen ins Englische gehen wollt, dann kann ich euch auch den Kanal vorschlagen. Das ist Scene Devine in 8000 und der hat tatsächlich, okay, seine Playlist ist jetzt nicht so gut, aber er hat hier tatsächlich auch ziemlich viele Effekte, 5 Tricks mit einem Double Back und so weiter. Also der hat hier tatsächlich auch viele Videos, wo ihr euch wirklich auch rumschauen könnt. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die drei Kanäle. Das ist jetzt erstmal das, wenn ihr komplett Anfänger seid. Also ihr wollt jetzt anfangen. Als nächstes, wenn ihr jetzt schon ein bisschen Geld ausgeben wollt, ihr habt gesehen, yeah, Zauberei ist was für mich. Ich kriege gute Reaktionen, alles. Dann würde ich euch jetzt auf jeden Fall mal empfehlen, große Kartenschule 1 und 2 zu kaufen. Hier sind große Kartenschule 1 und 2. Ich habe darüber schon ein Video gemacht in der Infokarte da oben. Das kostet 120 Euro. Es ist für Einsteiger auf jeden Fall perfekt. Genau. 120 Euro, also wenn ihr 120 Euro investieren wollt, dann könnt ihr euch das gerne kaufen. Also das Video zu Große Kartenschule könnt ihr euch gerne anschauen. Da werdet ihr auf jeden Fall wissen, was da so erklärt wird in Große Kartenschule 1 und 2.
Ich würde es euch, auch wenn ihr schon fortgeschritten seid, würde ich euch trotzdem Große Kartenschule 1 und 2 empfehlen, weil da einfach nochmal so Touches sind. Und in Große Kartenschule 1 und 2 geht es mit Theorie los. Also wenn ihr jetzt tatsächlich ein paar Effekte könnt, von mir, von Matthias Berger, von Sien de Wien, oder wie der ausgesprochen wird, keiner weiß, wie er ausgesprochen wird, beziehungsweise ich weiß es nicht, und dann könnt ihr tatsächlich ein bisschen zur Theorie gehen. Sonst kostenlose Theorie, also quasi kostenlose, gibt es bei Semyon. Der macht eigentlich quasi nur Theorie und das ist ziemlich gut. Also warte, ja, ich gehe jetzt einfach seine Videos. So, er macht 7 Tipps, er macht Interviews, ziemlich viele Interviews. Also er macht VTalk eigentlich gar keine Tutorials. Seine Tutorials sind hier 13 Videos, aber sonst tatsächlich nicht so viele Tutorials. Und das ist auch ziemlich gut. Er macht hier ziemlich viel Theorie. Also da könnt ihr euch wirklich mal durchschauen, alles. Ich würde euch empfehlen, seine Interviews mit den ganzen Zauberern, würde ich euch empfehlen, einfach mal so durchzuarbeiten. Außerdem habe ich ein eigenes Notizbuch, wo ich auch von Interviews von Große Kartenschule viele Sachen reingeschrieben habe. Und ja, ich würde euch auch empfehlen, ein Notizbuch selber anzulegen. Aber kostenlose Theorie gibt es auch bei Semyon und in der Großen Kartenschule gibt es nochmal mehr Theorie. Nicht nur bei dem eigenen Theoriekapitel, wo es fast 100 Seiten Theorie gibt, sondern auch bei den normalen einzelnen Techniken gibt es Theorie, wie man etwas motivieren kann, warum man den Move und den Move macht, damit das für die Zuschauer jetzt nicht komisch aussieht und so. Ja, dann habt ihr euch Große Kartenschule 1 und 2, also das dauert auf jeden Fall lange, Große Kartenschule 1 und 2 komplett durchzuarbeiten. Ich würde euch wirklich empfehlen, alles durchzuarbeiten. Da werden Sachen für auf jeden Fall Anfänger und ein paar Sachen für Fortgeschrittene auf jeden Fall schon erklärt. Das ist ziemlich gut. Als nächstes würde ich euch dann Große Kartenschule 3 und 4, das habe ich gerade nicht da, also ich habe es eigentlich, aber ich habe es gerade jetzt nicht hier. Große Kartenschule 3 und 4 würde ich euch empfehlen. Da werden quasi fast alle Sachen, die in Große Kartenschule 1 und 2 nicht erklärt werden, da sind die quasi erklärt. Genau, Große Kartenschule 3 und 4 kann ich euch auf jeden Fall noch dann empfehlen. Das kostet auch 120 Euro. Oder ihr bestellt euch alle 4 Bücher zusammen direkt. Nicht für 240 Euro, sondern dann halt günstiger, weil es halt so ein kleiner Rabatt ist. Wenn ihr da tatsächlich ein paar Sachen gelernt habt, würde ich euch empfehlen, Mnemonica-Stack zu lernen, beziehungsweise einfach irgendein Stack. Ich habe dazu Mnemonica habe ich schon in der Infokarte ein Video gemacht. Das könnt ihr euch anschauen. Da habe ich komplett gesagt, wie ihr starten könnt, wie ihr das lernen könnt, welche Effekte ihr damit machen könnt und so weiter. Und wenn ihr, also wirklich jetzt das, was ich gesagt habe gerade, wenn ihr das alles durcharbeiten könnt, dann könnt ihr schon mal zum nächsten Schritt gehen. Und zwar Magic on Tap könnt ihr euch dann kaufen. Magic on Tap ist dann quasi... Magic on Tap macht sehr viel mit Fold Deals, Second Deals, Bottom Deals. Auch mit Pharaoh Shuffle. Und Pharaoh Shuffle wird auch in 3 und 4 erklärt. Fold Deals werden da auch erklärt. Und auch mit Stacks. Stacks werden da auch erklärt. Also Effekte mit Stacks und wie man aber halt mit dem Pharaoh Shuffle und so weiter. Das würde ich euch auf jeden Fall auch noch empfehlen. Das kostet, glaube ich, 80 Euro. Sind 4 DVDs. Viele Effekte. Ja, das ist ganz nice. Also, beziehungsweise ziemlich nice. Warum sage ich ganz nice? Zusätzlich dazu gibt es auf jeden Fall auch noch. Kann ich euch auf jeden Fall auch noch mal zeigen. Ich habe natürlich jetzt reingezoomt, aber hier sind seine Bücher von Dennis Bär. Ansonsten habe ich hier ziemlich viele Downloads, die ich hier habe. Also wirklich was von Pit Hartling, Magic in Mind von Joshua J. ist auf jeden Fall auch kostenlos. Viele Lectures, beziehungsweise viele Downloads auch und so weiter. Wenn ihr das also quasi, wenn ihr das, was ich euch gerade gesagt habe, also Magic on Tap und Große Kartenschule und so euch gekauft habt, dann könnt ihr euch sowas kaufen von Vanishing Ink oder so, weil da sind auch ziemlich viele Free Downloads, die man
sich da runterladen kann. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Genau, ich habe hier nämlich auch Magic in Mind zum Beispiel, hat 500 Seiten nur über Theorie von Joshua Jay. Und das ist halt quasi free of Vanishing Ink und das ist halt das Geile so, ne? Wenn ihr das getan habt, könnt ihr tatsächlich, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch dieses Buch kaufen, Expert Card Technique. Da sind einfach nochmal fortgeschrittene Sachen in der Zauberkunst erklärt. Ziemlich viele Effekte. Also das Buch, dafür, dass das so dünn ist, also was heißt dünn, aber es ist halt, dafür, für das Buch steht da richtig, richtig viel drin. Muss dann einfach mal sagen, das ist ein geiles Buch. Genau, das kostet glaube ich auch nur 10 Dollar oder 10 Euro oder sowas. Also mit dem Stuff, was ich euch gerade alles so erzählt habe, seid ihr Jahre beschäftigt. Also ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen. Meine Punkte wären auf jeden Fall bei Jamies Videowelt, wenn ihr komplett anfangt, Jamies Videowelt und Matthias Berger. Wenn ihr schon Englisch könnt, also wenn ihr Englisch könnt, Scene Devine oder wie er ausgesprochen wird, auf jeden Fall Scene. Ich sag einfach Scene. Und dann, wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, große Kartenschule kaufen und bei Semion vorbeischauen. Und dann könnt ihr große Kartenschule 3 und 4 kaufen und dann könnt ihr damit anschließend auch Magic on Tap und das und Stacks lernen. Ist eigentlich komplett egal welches. Ich nehme das Tamaris-Stack, also das Mnemonica-Stack, was ich schon, also das habe ich eigentlich euch schon hier in der Infokarte erklärt, aber das könnt ihr auf jeden Fall nehmen. Jetzt wisst auf jeden Fall ihr, wie ihr anfangen könnt. Und Matthias Berger hat auf jeden Fall auch ein Video zu dem Thema gemacht, wie man Zauberer wird. In der Info, da hat er auf jeden Fall auch ein Video gemacht. Ist auf jeden Fall auch eine große Empfehlung. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr noch irgendwelche Bücher, Downloads oder sowas hinzufügen müsst, dann, beziehungsweise was ich vergessen habe zu sagen, dann könnt ihr es von mir aus in die Kommentare schreiben. Ist ganz gut. Und falls ihr jetzt Anfänger seid, schaut von mir aus auch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Sachen von anderen Zauberkollegen, die was empfehlen. Ja, große Empfehlung ist auf jeden Fall, sind noch 2 Kanäle, Magic Tommy und Elias, also Magic L. Das sind auch noch großartige Kanäle. Da schaut ihr auf jeden Fall auch noch vorbei und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ciao!